Ja, ich fahre richtig. Ich habe mich um die Reaktoren gekümmert. Revans Komplex ist nun schutzlos, General Colvin. Großartig. Nach all diesen Jahren erfahren wir endlich, welche Geheimnisse Revan hinterlassen hat. Da ihr es ermöglicht habt, ist es nur fair, dass ihr Revans Komplex zuerst erforschen dürft. Findet heraus, was mit den fremdartigen Sklaven geschehen ist, bergt Revans geheimnisvolle Fracht und kehrt mit euren Entdeckungen zurück. Ich tue alles, um hier wegzukommen. Nun, da die Reaktoren deaktiviert sind, wird der Auftrag nicht mehr ganz so unmöglich sein wie vorher. Viel Glück. Wow. Und welchen von diesen Scheißgürteln darf ich mir jetzt aussuchen? Alle, die... Oh, leck mich fett, die haben alle minus 149 Rüstung. Bereit für den nächsten Befehl. Wird's verkauft und gut. So, ihr könnt wieder losgehen. Eine Aufgabe nur für Sie. Okay, Mission Archäologie 4. Grades habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich wieder die Low-Mission machen. Was bist du für einer? Du bist Level 35. Mahul Aki. Okay. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Erkunde Revans Kammer. Die ist wo? Da. Da hoch muss ich. Da wollen wir mal gucken, was er hinterlassen hat. Falscher Abzweig. War das dort? Ne, noch ein zweiter. Irgendwas wird hier passieren. Stufe 22, Druidenwachposten. Okay. Na dann. Mit Vorsicht, besser niemand an.
Druiden, die nichts können, kann man ja schon aus dem Star Wars filmen. Ich muss da hoch, stimmt's? Ja. Ja. Oh. Asrainuk. Okresklave. Okresklave. Oh, lol. Was? Das sind die aus Knights of the Old Republic, wo es im ersten Teil um die Sternschmiede ging. Da musste man auf einem Planeten der Ogre oder wie man die auch immer nennt. Da hat man ja einen Revan gespielt. Oh lol, die sind hier als Sklaven drin, okay. Kakeni Benak. Kinnera kepam nahum. Beraka karam kara. En ninja mag ora mag yang megig. Ich sehe hier nichts Ewiges. Genini nerak. Karinama ne mera panik. Yang perluamka. Kalima nayakira. Nebua ribok. Nayana rankam. Kala ama mani mami. Lebig bak. Erzählt mir alles, was ihr über den Ewigkeitsmotor wisst. Beginnt mit seiner Herkunft. Nibagak Lamka. Gakyam. Glagnimu Amya Galak. Kam Inu Nemuk. Naja Naya Akam Memnik Miraka. Laporam Amka. Mamni Nigak. Nagnaya Mamni Kambram. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Übergebt mir diese Maschine. Nulilak apa jam kamgram. Amka nem nang nemua inuk. Manub meraka naja. Kinamabam. Yak manala. Jukagi ne paninu. Amkam bina bek nemu kemgram. Ich gehe nicht ohne diese Maschine. Meraka gemyam amgam nemnu. Namgam pak unaki jak. Ja, ne? Also, ja. Die sind tot. Was, wie, wo? Die sind jetzt tot. Ja. Die den komischen Motor da beschützt haben. Nix ist für die Ewigkeit. So, was hab ich denn alles im Inventar?
Nur Schrott. Oh, was ist das denn? M43B Sicherheitsdruide. Der ist groß. Ich guck mal, ob der stark ist. Der sieht irgendwie putzig aus. Ja, der hat was auf dem Kasten. Also viel hat er ausgehalten, aber war nicht wirklich stark. Ist halt einfach nur ein Tank. Ja, so sah das Vieh auch aus. Ich glaube einfach nur die Kombination würde es machen, also mit anderen Mitgliedern noch, die vielleicht stärker sind. Nö, da waren welche, die haben mich aber nicht angegriffen. Die Druiden hier sowieso, kannst du mit denen aus Episode 1 vergleichen. Eine Kopfnuss geben und die fallen um. So, jetzt muss ich zum General zurückkehren. Der Ewigkeitsmotor war nicht dort, aber ich muss dahin. Seltsam. Was machen wir jetzt? Hier ist das Geheimnis, welches Darth Revan in diesem Komplex vor uns verborgen hat. Man kann die Energie förmlich spüren. Was ist es? Eine Art Gerät? Die Nachkommen von Revans Sklaven haben es angebetet. Sie nannten es ihren Ewigkeitsmotor. Faszinierend. Wenn Revan ihn versteckt hat, muss er erstaunlich mächtig sein. Diese Nachkommen von Revans Sklaven, die ihr erwähntet, sind die Fremdlinge noch am Leben? Ich habe sie vernichtet. Also schön. Ich bezweifle, dass sie für uns von Nutzen gewesen wären. Der Imperator wird erfreut sein. Ihr habt lobenswerte Arbeit geleistet. Ich werde diese Maschine auf Drom und Kaas untersuchen lassen. Mit etwas Glück können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Ich vermute, dass die Technologie für das Imperium von großem Wert sein wird. Ich habe gerade ein Hilfegesuch von meinem Kollegen Major Damarus in Netzzugriff erhalten. Falls ihr dorthin unterwegs seid, könnte er euch brauchen. Oh, ist nur wieder nur Lobob-Handschuhe. Gleich geht's besser. Die vergleichen hier bei mir jetzt auch schon mit so stark wie ein Dutzend Mandalorianer. Ein bisschen Zeit ist noch. Ich muss jetzt zum Taxi. Warte mal, vorher will ich ein bisschen was verkaufen. Ich habe zu viel Crap im Inventar. Hier. Womit kann ich dienen? Verkaufen. Was ist das?
So. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Nein, danke. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Wir fahren dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt.